Leute, wir sind zurück im Schattenhain. Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce, die God of Dawn. Einsatzbereit! Entschuldigung, mit Sergeant Einer. Wie steht es? Ja, die Lager sind zerstört, Brannigans Armee ist zerschlagen, wir sind die Imber-Krieger. Die Lager sind zerstört, Brannigans Armee ist zerschlagen. Bei den Seelen des Morduin. Das sind seltsame Kräfte, über die ihr verfügt, Krieger. Kräfte, die euch bei der Erfüllung eurer Mission geholfen haben. Euer Auftrag hier ist beendet. Ihr könnt nach Hause. Ihr seid ein wahrer Freund des Hauses Utran. Jetzt, wo ihre Nachschublager zerstört sind, werden wir die schwarze Faust aus Schiel vertreiben. Kommt weiter, rasten können wir später. Ja, da stellt ihr das einfach vor, dass wir alles jetzt aus Schiel vertreiben. Mir nach! Ja, vorwärts! Stellt ihr das wirklich zu einfach vor, finde ich. Folgt mir! Siegelring der Utraner. Ausdauer und Int. Mhm. Verlieren wir halt die Weisheit und das Charisma, aber oh, schön, schaut euch das an. Ich krieg mehr Lebenspunkte. Bisschen weniger Mana, aber nicht so schlimm. Das merkt man wirklich nicht so schlimm. So. Elfenarbeiter. Leute, was heißt das? Und haufenweise Elfengebäude. Da schauen wir doch mal gleich hinein. Spicken wir mir hinein, hier. Zwerge, ich liebe die Zwerge. Sie sind hohoho, ich bin ein Zwerg. Ein Bogenturm, den haben wir da hin. Jagdhaus. Nahrung. Nahrung, Nahrung. Zack, zack. Kleines Haupthaus. Zack. Waldläufer. Und Wache. Holzfällerhütte. Bärenbürger. Und Waffenkammer. Wir werden angegriffen. Wenn du willst, ich hätte dich in Ruhe gelassen. So, setzen wir sie ein. Stufe 4. Ah. Nicht vergessen, Leute. So, wir hauen jetzt, glaube ich, die Failure dann aus. Und nochmal Priester Martikus, glaube ich, ja. Ich möchte wirklich durch dieses Portal treten. Ah, ihr könnt so schön Ladebildschirm mit mir anschauen. Da schaut da, die ganzen Orks. Da, die Elfen. Und die Elfen spielen jetzt wir. Elfen sind berühmt dafür, so eine schöne, immer alles aus Holz zu bauen. Und was hat das für Orks Vorteile? Flammen. Und wir sind. Endlich zurück in der Heimat. Aber bei den Feuern von Bargagor, was ist hier geschehen? Oh mein Gott. Utran ist überrannt. Brannigans Truppen haben sich über ganz Schiel ausgebreitet. Sie sind überall. Ich fürchte, ich muss euch noch einmal um Hilfe bitten, Runenkrieger. Kommt mit. Ich kenne einen gut befestigten Außenposten. Wenn es noch Überlebende gibt, dann dort. Folgt mir. Ja. So. Anders als erwartet ist es hier. Lifty. Kommt! Folgt mir! Tötet Lifty! Standhalten, Männer! Das ist die erste Kanal im Kriege. Unterschaden, nicht Kampfschaden, wenn er mal Schaden hat, dann... Ein schöner Amethyst. Jetzt hab ich die Maske nicht geholt, Mist. Oh, so ist Leute, ist ja egal. Schade, ich schade nicht mehr. Ja, ist mir egal. Du kannst eh... irgendwo hinrennen. Gut, so. So, jetzt greifen sie mich gleich an. Lass mich durch. Ha. Ja, wie schön die da stehen und dann gehen sie gut wieder zurück. Männer, seht doch! Was treibt ein Runengebundener hier in Schiel? Sprecht rasch, bevor ich euch aufspießen lasse.
Ich bin auf der Suche nach Meister Rohan. Mein Weg führt nach Osten, ins Wildland. Ins Wildland? Dann macht euch nicht allzu viel Hoffnung. Was ist hier geschehen? Zwei große Armeen der Schwarzen Faust kamen aus dem Wildland bei Nacht. Ein Verräter in unseren Reihen öffnete ihnen die Tore und vergiftete unsere Herren. Wir wurden im Schlaf überrannt. Nun halten sie den gesamten Osten sowie das Dorf Garn an. Sie haben alles besetzt, selbst eure Runenmonumente. Helft mir, die Monumente zu befreien. Ha, wer seid ihr? Uhtran schuldet euch nichts. Kämpft ihr euren Krieg, wir kämpfen den unseren. Ich kämpfe bereits den euren. Ohne meine Hilfe wären eure Männer für immer im Schattenhain geblieben. Dann wart ihr es, der Einar gerettet und ihre Nachschubwege unterbrochen hat. Nun denn, es soll euch Hilfe gewährt werden. Was braucht ihr? Einige eurer Krieger, um die Runenmonumente zurückzuerobern. Männer wollt ihr? Seht euch um, wir haben kaum genug, dieses Lager zu halten. Das kann und will ich nicht entscheiden. Nur der Lordkommandant kann das. Wo finde ich den Lordkommandant? Er ist schwach und ohne Bewusstsein. Das Gift des Verräters frisst sich durch seinen Körper. Unser Feldscher ist machtlos. Wenn nur der Lord entscheiden kann, was ihr nicht zu entscheiden wagt, dann muss er so rasch wie möglich geheilt werden. Wie ich bereits sagte, dazu reicht unsere Heilkunst nicht aus. Das Gift Brennigans ist grausamer und tödlicher als alles, was wir kennen. Dann bedarf es dazu elfischer Arznei. Nun, Shanmue aus Lianon ist eine Heilerin der Weißen Schule. Wir hätten nach ihr geschickt, aber es ist nicht ihr Krieg. Wenn euer Kommandant stirbt und ich die Monumente nicht erreiche, dann wird es sehr bald ihr Krieg sein. Dann geht und ersucht sie um Rat. Im Süden, dort auf der Anhöhe, befindet sich das Portal nach Lianon. Aber seht euch vor, unsere Späher berichten, dass sich in der Nähe des Portals einige gefährliche Kreaturen herumtreiben. Ja, und das war ein schönes Gespräch. Ich bin ebenfalls erfreut, euch zu sehen, Hauptmann. Ja. Bei den verfluchten Augen Zaras. Was für ein Ritt. Das war ein verdammt gutes Stück Arbeit, Freund. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet ein Runenkrieger die Hoffnung zurückgeben würde? Unsere Wege trennen sich hier, Einar. Ich muss weiter, tiefer ins Wildland. Rohan hat noch immer einen großen Vorsprung. Ihr werdet die Unterstützung meiner Leute brauchen, um die Monumente freizukämpfen. Sprecht mit Hauptmann Bahir. Er hat hier das Kommando. Ein zäher, misstrauischer Bursche. Lasst euch nicht von ihm abweisen. Viel Glück. Ja, das haben wir schon getan. Mit ihm gesprochen. Gut, euch zu sehen, Freund. Okay. Ja, was heißt das für uns? Hier gibt es sicher irgendwo einen Verkäufer. Ragnar Rock, also... Geht's nicht noch offensichtlicher? Alter, schaut euch das an, Leute. Minotaurus-Jäger und so weiter und so fort. Eine können wir schon verkaufen. Ah, das ist nett, das finde ich cool. Das verkaufe ich auch. Donnerschwert. Verkaufe ich auch eine. Oh, die hasse ich so schon. Nein, freu dich mal. War ja lieber den Eisendolch weg. Steinschlag hätte ich gern. Fleischhaarbein haben wir noch. Ah ja, eins weg. Haben wir sogar zwei. Zu viel von denen. Heute mal zwei. Ah. Verkaufen. Kann man nur mal, na, die wollte verkaufen. Die behalte ich. Verkaufen. Schöne Hosen. Kaufen also von denen. Kaufen. Schild der Runen. Der kriegt dann den Helm. Ich hole mir dann gleich. Lass ich noch. Den brauche ich. Brauche ich beispielsweise schwere Rüstungen. Ja, das reicht mir. Zauber. Schmerz. Lebensraub. Vergiften. Feuerschild. Feuerschlag.
Die ganzen Heiligzauber heute immer noch. Das Mentalmagie. 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 Verkaufen, wow. Too many Imber Geld. Was kannst du mir verkaufen? Natürlich nicht, oder? Kleines Haupthaus. Ein Förster. Ein Förster, warte. Den kaufe ich mal. Oder das kleine... Kann ich mir nicht leisten. Sägemühle. Erst ein Förster kaufe ich mal. Da pflanzt nämlich alles so schön nach. Oh, so teuer war das nicht. Ja. Oh Leute, ich muss jetzt hier einen Schnitt machen. Und wir sehen uns nächstes Mal in... Dann gehen wir nach Lianon und holen diese Priesterin. Oder was sie auch immer ist. Bye bye.